beim Girokonto hingegen haben wir ja das haben wir den Kartvertrag und deswegen bei Kartverträgen darf es auch keine Zinsen geben. Richtig? Deswegen darfst du nicht sagen, ich verleihe der Bank Geld und bekomme dafür Zinsen. Ja? Und bekomme dafür monatlich oder jährlich einen Betrag dafür, dass ich es der Bank geliehen habe. Weil manche Leute heutzutage sagen, das ist doch nichts anderes als eine so Mudaraba. Warum sagen sie Mudaraba? Weil Mudaraba ist ein Vertrag zwischen, oder ist erstmal ein islamischer Vertrag, der halal ist, grundsätzlich. Okay? Und das ist natürlich immer das Spiel, dass man einen Begriff benutzt, der im islamischen Fiqh bekannt ist und sagt, dass heute, was wir machen, ist nur nichts anderes als eine Form von Mudaraba, in der Hoffnung, dass eben dann diese Sache für erlaubt erklärt wird. Okay? Aber es ist keine Mudaraba, denn Mudaraba bedeutet, dass wir mit zwei Parteien haben, eine Partei, die Geld investiert, die Geld hat, und die andere, die kein Geld hat, die mit dem Geld arbeitet. Und dann teilen sie sich den Gewinn, je nachdem, wie sie ausgemacht haben, und der Verlust ist maximal wie das Startkapital, mit dem man begonnen hat. Okay? Das heißt also, der Investor bezahlt das Geld, riskiert den Verlust, aber es kann auch dabei gewinnen. Ja? Nur wie viel gewinnt er? Das macht man prozentual vom Gewinn abhängig. Aber du kannst nicht sagen von vornherein, ich möchte 100.000 Euro investieren und monatlich 100 Euro Gewinn haben. Ja? Das funktioniert nicht. Diese Garantie kann dir, beziehungsweise darf dir keiner geben, weil dann haben wir, dann hätten wir einen Zinsdarlehen. Wenn ich hier mit dem Geld leihe, unter der Bedingung, dass er mir monatlich schon zu viel Geld zurückgibt, am Ende möchte ich mein Kapital wieder haben, okay? Dann habe ich ja das Geld geliehen und mehr dafür bekommen. Das darf ich ja nicht machen. Ne? Insofern ist, sagen manche Leute, genauso wie ich in ein Geschäft investieren darf und dann Rendite erhalten darf, darf ich auch der Bank Geld geben, sodass ich monatlich oder jährlich Zinsen bekomme von meinem Festgeld, also angelegtes Geld, festangelegtes Geld oder von meinem Girokonto. Ja. Und das ist falsch. Ja, warum? Weil die Realität von Girokonten ist, dass es Darlehensverträge sind. Und bei Darlehensverträgen darfst du nicht mehr zurückverlangen als dein Geld, das du verdient hast. Mehr darfst du nicht verlangen. Und deswegen darf man das nicht so nennen, nur denn das ist eine Form von Täuschung. Ja? Also wenn man so etwas macht, was bewahre, dann also wenn man so etwas, was haram ist und für dieses von Allah Azza wa Jal La'na geht, das so zu nennen, als wäre es eine Mudaraba, die Allah Subhanahu wa Ta'ala erlaubt hat, das ist entweder aus Unwissenheit oder um die Menschen, Gott bewahre, in die Irre zu führen. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, es kommt jemand und sagt, als ich mein Konto eröffnet habe, hat mir die Bank nicht gesagt, dass ich dir mehr Geld geben will. Ist das nicht sozusagen eine Art Geschenk, dass ich den? Und das bedeutet, nein, weil erstens musst du natürlich auch das Kleingedruckte lesen. Ich kann nicht sagen, ich habe es einfach nicht gelesen. Und zweitens, al-ma'rufu 'urfan kal-mashruti shartan. Es gibt eine Regel, die lautet, wenn etwas bekannt ist, dann ist es gerade so, als hätte man es wortwörtlich im Vertrag erwähnt.